Nachtsungetier und den Onkel voller Grausen sieht man aus dem Bette sausen. Autsch! Schon wieder hat er einen im Genicke. An den Beinen hie und her und rundherum kriecht es, fliegt es mit Gebrumm. Onkel Fritz in dieser Not haut und trampelt alles tot. Buckste wohl? Jetzt ist's vorbei mit der Käferkrabbelei. Onkel Fritz hat wieder Ruhe und macht seine Augen zu. Dieses war der fünfte Streich. Doch der sechste folgt sogleich. In der schönen Osterzeit, wenn die frommen Bäckersleut viele süße Zuckersachen backen und zurechte machen, wünschten Max und Moritz auch sich so etwas zum Gebrauch. Doch der Bäcker mit Bedacht hat das Backhaus zugemacht. Also will hier einer stehlen, muss er durch den Schlot sich quälen. Ratsch! Da kommen die zwei Knaben durch den Schornstein, schwarz wie Raben. Puff! Sie fallen in die Kist, wo das Mehl darin ist. Da! Nun sind sie alle beide rundherum so weiß wie Kreide, aber schon mit viel Vergnügen sehen sie die Brezeln liegen. Knacks, da bricht der Stuhl entzwei. Schwapp, da liegen sie im Brei. Ganz von Kuchenteig umhüllt stehen sie da als Jammerbild. Gleich erscheint der Meister Bäcker und bemerkt die Zuckerlecke. Eins, zwei, drei, ehe man's gedacht, sind zwei Brote draus gemacht, in dem Ofen glüht es noch. Ruff, damit ins Ofenloch. Ruff, man zieht sie aus der Glut, denn nun sind sie braun und gut. Jeder denkt, die sind perdu, aber nein, noch leben sie. Knusper, knasper, wie zwei Mäuse fressen sie durch das Gehäuse, und der Meister Bäcker schrie: Ach, Herrje, da laufen sie! Dieses war der sechste Streich, doch der letzte folgt zugleich. Max und Moritz, wehe euch. Jetzt kommt euer letzter Streich. Wozu müssen auch die beiden Löcher in die Säcke schneiden? Seht, da trägt der Bauer Mecke einen seiner Maltersäcke. Aber kaum, dass er von hinnen fängt das Korn
schon an zu rinnen, und verwundert steht und spricht er: Zapperment, das Ding wird lichter, hei! Da sieht er voller Freude Max und Moritz im Getreide. Raps! In seinen großen Sack schaufelt er das Lumpenpack. Max und Moritz wird es schwüle, denn nun geht es nach der Mühle. Meister Müller, hey, heran, mal er das, so schnell er kann. Her damit! Und in den Trichter schüttelt er die Bösewichter. Ricke, racke, ricke, racke, geht die Mühle mit Geknacke. Hier kann man sie noch erblicken, fein geschroten und in Stücken. Doch sogleich verzehret sie Meister Müllers Federvieh. Als man dies im Dorf erfuhr, war von Trauer keine Spur. Witwe Bolte, mild und weich, sprach: Sieh da, ich dacht es gleich. Ja, 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 rief Meister Böck, Bosheit ist kein Lebenszweck. Drauf, so sprach der Lehrer Lempel, dies ist wieder ein Exempel. Freilich, meint der Zuckerbäcker, warum ist der Mensch so lecker? Selbst der gute Onkel Fritze sprach, das kommt von dumme Witze. Doch der brave Bauersmann dachte, wat geit meck dat an? Kurz, im ganzen Ort herum ging ein freudiges Gebrumm. Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit der Übeltäterei.